Hallo Afobs, herzlich willkommen im Nobenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Micha. Und der Micha hat gebaut. Und hat uns was Phänomenales mitgebracht. Das ist eine Doppelhelix-Achterbahn von Moltking. Vorab, das ist nicht die erste Achterbahn von Moltking, die der Micha gebaut hat, weil der Micha hat sie alle gebaut. Ja, es gab da mal noch eine andere, die habe ich auch gesehen, aber die da ist cool. Ich weiß auch nicht, sie waren alle cool und sie werden irgendwie immer cooler. Vielleicht liegt es am Piratenschiff. Also sehr cool war diese gelbe, kannst du dich an die gelbe? Wir haben kein Video gedreht, weil die war so schnell verkauft, da war sie weg. So eine große, wir haben sie mal eine Zeit lang oben im Regal gehabt. Es gab mal so ein Riesending irgendwie, so ein ganz großes Teil, was man auch hier irgendwo mal gehabt habe. Also wir haben, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, auf jeden Fall. Die da finde ich geil. Ja, wie du das gesehen hast, dass ich das gebaut habe oder erbauen bin, hast du geschrien, mit Pirate und Schiff, du musst dabei sein. Auf jeden Fall. Und jetzt hockt er hier und... Und staunt. Bauklötz quasi. Aber wir tun es erst noch mal weg. Machen wir erst noch mal... Komm, wir holen es erst mal rüber. Weil die Verpackung muss ich euch zeigen. Sehr, sehr stabile Karton. In sehr, sehr guter Größe. Kompakt, ich wollte es gerade sagen. Der ist bestimmt voll. Ja. Und was mir gefällt, guck mal, das ist wie das in das... Die Achterbahn, diese Piratenachterbahn steht am Meer. Ich wollte es gerade sagen, sogar die Wasserfläche ist sogar im Meer. Und wo es Land an... Also das ist ja, da ist es dann grün quasi. Find ich mal, ja. ist schick. Ist ein schönes Detail auf jeden Fall, ja. Moltking. Also Funktionen. Verpackungen können sie. Gut, das sind jetzt Wichtigste. Ja, aber können sie auch Achterbahn? Aber oder sie können gucken wir erstmal, ob sie Anleitungen können. Anleitung. Ich bin gespannt. Ja, also ich baue ja Moltking sehr, sehr gerne. Weil Moltking gibt es eigentlich soweit nie irgendwelche Probleme. Du hast eine Bombe Anleitung mit super Erklärungen am Anfang. Guck mal hier, da kriegst du sogar gesagt, hier, da sind auch Elektronik, da funktioniert hier auch ein bisschen was. Denk dran, teste das vorher. Oh, das ist ja cool. Funktioniert es nicht? Scanne, sage hier, also was habt ihr mir geschickt? Das ist dann quasi der Kundendienst. Das, genau. Das ist ja cool. Und funktioniert es, dann darfst du die Tür aufmachen. Ja, ist cool, dass man es nochmal, also finde ich nicht schlecht. Und, ne? Und auch hier hast du, es gibt ja, glaube ich, mehrere Hersteller, die auch diese Größentabellen so ein bisschen cool zum Anlegen, weißt du? Aber meistens ohne. Ich nutze es oft. Meistens kommentarlos, aber dass man dann hier auch nochmal gezeigt hat, guck mal, ne, das ist tatsächlich da dafür gedacht. Soll ja Leute geben, die noch nie vorher mit Klemmbausteine gebaut haben. Sehr die wissen gar nicht, warum das da ohne sehr, ist. Sehr, sehr, finde ich eigentlich cool. Ja. Moltking Abschnittstüten, ich glaube, ich habe 6 Bauabschnitte nummerierte. Und in den Bauabschnittstüten jeweils sind auch nochmal so 1-2 Untertüten. Also du hast keine Übermengen, das hast du in 3-4 Töpfchen verteilt und dann kannst du entspannt bauen. Hier steht auch immer nochmal, teste das, wenn du, bevor du es einbaust, teste es direkt, wenn du es eingebaut hast. Das sollte man sowieso bei jedem Technikset machen, oder? Macht Sinn. Dass wir einfach immer zwischendurch testen, weil ich bin so eine, ich vergesse es, teste und ärgere mich hinterher. Richtig, und dann hast du es am Ende falsch rum eingebaut und baust alles wieder auseinander. So, wo ich dich gerade da habe, du bist ja einer von den Kellerjungs, die viel mit Teilen und neue Teile und so weiter. Ich wohne sogar im Keller. Das wollte ich so nicht erwähnen, aber es gehört jetzt nicht hierher. Dass deine Frau dich nicht ans Tageslicht lässt. So ist es auch nicht. So ist es auch nicht. Das ist eine Souterrain-Wohnung, wie man so sieht. Keine Ahnung, was das für Schweinerei ist. Wir haben einen Stickerbogen dabei mit 6 Sticker. Die du natürlich nicht aufgeklebt hast. Nein, jetzt natürlich. Wäre aber mal interessant gewesen. Lass mal gucken, ob das auch gescheite Sticker sind oder ob das hier so. Es fühlt sich zumindest mal. Ich mach's nicht ab, keine Sorge. Das hoffe ich für dich, mein Freund. Ganz dünnes Eis. Es fühlt sich auf jeden Fall. Es gibt ja so Sticker, die sind aus so einem Material. Das ist so eine feste Folie irgendwie. Die fühlt sich schon so rack, sag ich mal, an. Und wenn du die nämlich dann falsch abziehst, in die Hand nimmst, dann zerreißt du die Sticker. Die da scheint mir etwas hochwertiger zu sein, also für Leute. Ich muss kurz übersetzen. Rack heißt feste, also Härte. Ja, so ein bisschen wie Steife. Ja, rack. Also die sind auf jeden Fall, die, wenn man Sticker aufkleben mag, sind das wahrscheinlich bessere Sticker als andere. Ja. Dirk, Folgendes. Beim Bauen sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Teile, die ich nicht kannte. Und vielleicht kannst du mir sagen, warum die Teile so gemacht haben. Pass mal auf. Nein. Aufpassen. Zum Beispiel hier. Ich zeig's erst dir. Guck mal hier. Das sind hier so Einser. Ich erkenn's kaum. Ganz normale Einser-Bricks. Mit einer Nobbe. Mit einem Loch drin oder was? Mit einer Nobbe. Ja. Ach so, mit der Nobbe an der Seite. Und dann hier diese Mini-Fliesen mit einer Nobbe. Ja. Und die steckst du zusammen. Schaust du hier. Du baust praktisch auf dieses Teil die Nobbe. Und das aber es gibt die Teile doch auch schon fertig. Ja, warte mal, lass mal gucken.
Du verstehst, ja, was das, ne? Der hat, hä, lass mal gucken, was ist denn das für ein Teil? Das ist ein ganz normaler 1x1er mit einem Technikloch. Zeig mir das mal an dem Ding. Da werde ich jetzt nicht schlau draus. Na gut, Bevor ich ihm das zeige, nur damit wir wissen, von was wir sprechen, vielleicht kannst du es ein bisschen auf. Das sind hier 1x1er mit Technikaufnahme. Technikloch, ja. Und dann gibt es hier diese kleinen Mini-Fliesen mit einer Noppe. Und du musst dann diese Mini-Fliese mit Noppe machst du als Deckel oben auf diese. Also der hat nur an der Seite eine Noppe und nicht oben und nicht ohne. Richtig. Okay, das ist neu. Das sind die Teile, die sind hier verbaut. Das sind diese Teile hier. Und die haben hier unten eine Noppe-Aufnahme und haben auf der anderen Seite auch eine Noppenaufnahme oder wie? Also nein, die haben ja diesen hier offen. Genau. Und auf der anderen Seite eigentlich dann auch. So. Guck mal, da oben ist eins, oder? Ja, genau, da oben ist auch eins. Das ist eine Technikachsenaufnahme. Ja. Und diese Noppe hier vorne, der Kopf, das ist offen. Den habe ich drauf gedrückt. Aha. Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich, aber diese Teile gibt es doch auch. Die gibt es auch fertig. Aber vielleicht, keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Es könnte natürlich sein, dass hier die Achsaufnahme ein bisschen nach oben versetzt ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass die bei dem anderen Teil ein bisschen weiter im Zentrum sitzt oder so. Oder warum man das dann nicht genutzt hat, wenn es das Teil ganz regulär gibt, weiß ich nicht. Aber dass man hier auf beiden Seiten praktisch eine Noppenaufnahme hat, das macht das Teil ja universell einsetzbar. Da kannst du es ja für viel mehr Sachen verwenden. Pass mal auf, warte. Dann, später, jetzt kommt auch noch so eine Geschichte. Ja. Du hast hier... Slopes? Ja, genau. Curved Slopes. 2x2? Ja. Und was ist denn das? Die tust du Innenleben reinbauen. Achtung. Ich mach den jetzt mal hier so ab. So. Vielleicht kann ich es auch hier auseinander. Das wäre ganz spannend, wenn ich es zeigen könnte. Ja. Nur ganz kurz für euch da draußen. Das sind diese Slopes hier. Und dieses Kreuz, das machst du rein. Dann ist der Stein zum Bebauen da. Also das sind dann diese zwei Teile. Die fügst du zusammen und hast dann den Slope. Jetzt Frage an den Experten. Warum, was hat das... So, und dann ist das so ein Teil. Was ist denn jetzt da anders? Ist der anders als der normale? Sieht das jetzt anders aus? Naja, der sieht jetzt tatsächlich so aus, als wären es zwei einzelne nebeneinander. Mhm. Das würde dann genauso aussehen, weil die dann hier so unterteilt sind. Der andere hat diese Unterteilung in der Mitte nicht. Aber das macht keinen Sinn, weil im Endeffekt ist es dasselbe von der Funktion her dasselbe Teil. Also warum das so gemacht ist, ich habe keine Ahnung. Also das ist mir, wie gesagt, direkt auffällig. Kann ich mir nicht erklären. Mein funktioniert nicht. Tatlos, um es keine Arbeit, die reinzudrücken. Der Bär geschält, hätte man gesagt. Aber kann ich leider, weiß ich nicht. Also muss ich passen. Das ist jetzt, warum er das so macht. Ach, warum setze ich mir den Dirk hier neben dran, wenn er ständig passen muss? So, als Platzhalter habe ich mir noch das hier reingemacht. Das liegt bei, damit ihr seht, die verschiedenen Winkel. Ja. Es gibt da verschiedene Schienen. Das ist gut. Damit ihr da den richtigen Winkel habt. Und dann seht ihr genau, in welchen Bauabschnitts Nummern ihr welchen Winkel nutzen. Das ist wie bei den Kobi-Sets, wo vorne dran erstmal 30 Seiten kommt, welche Slopes oder welche Wedgeplates und so weiter du verwenden musst. Wobei geht dir nur um die zwei Schienen. Genau, da, ne? Nur halt ein bisschen kleiner. Ne? Und du bekommst immer wieder auch erklärt, aufpasse. Also das finde ich gut, dass du da wirklich ein bisschen mehr wie ein kleines Kind natürlich behandelt, aber es hilft trotzdem, dass du einfach nochmal dich hinterfragst und denkst, habe ich das auch wirklich aber so gemacht? Aber sagen wir es mal so. Soll ich das wirklich mal testen? Erfahrenen Baumeistern tut es nicht weh und Leute, die noch nie was gebaut haben, denen hilft das halt. Also von daher finde ich das nicht verkehrt. Also gut gemacht, finde ich toll. Du kriegst hier gesagt, exakt welche Bautüten für welche Bauabschnitte und. Ich weiß, jetzt kommen wir endlich mal zum Set. Ich wollte es gerade sagen, pack doch jetzt mal das Ding weg und lass mal gucken hier. Ja, aber es ist doch so aufregend. Ich musste doch so wichtige Sachen mitteilen. So, komm. So. Und hier haben wir die Doppelhelix. Doppelhelix bedeutet? Dass es halt zwei ineinander verschlungene Kreisspiralen sind. Hast du das vorher gegoogelt? Na, das muss ich nicht googeln. Ein bisschen was weiß ich auch. Aber nicht viel halt, ne? Die nötigsten Dinge. Aber siehst du, bei der dritten Frage, die ich gestellt habe, hast du das erste Mal eine Antwort gegeben. Kelle? Nein. Besser als gar nicht. So,
Du baust hier erst eine schöne Grundfläche mit den Blätz hier. Das sind jetzt keine großen Blätz, sondern das sind hier maximal, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 12 mal 16, irgendwie sowas. Gibt es das überhaupt 12 mal 16? Das sind Blätz? Ach, tatsächlich. Ja, tatsächlich. 12 mal 16, ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, ich hab's, aber es klingt gut, oder? Es klingt gut. Also es sind 12 mal 16 Blades, ja. Na, es sind... ich habe jetzt gedacht, das wäre eine Baseblade, aber nein, es sind tatsächlich... Es sind Blades, ich habe... ich bin nur ein Blade. In der Größe macht man... Hätte man doch auch auf Baseblades, aber ist egal. Da hättest du nämlich nur eine gebraucht, weißt du, wenn es Baseblades wären. Ja, zwei. Oder so eine große. Ja, eine große halt. Wobei, das ist größer als eine Größe. Dann hättest du gleich aber in die Packung nicht reingepasst. Ja, oder das stimmt, das passt natürlich dann. Aber es ist Mode King. Und Mode King macht auch sehr, sehr gute Steine. Also die Klemmkraft ist hervorragend. Also nicht zu fest, nicht zu locker. Es ist wirklich gut. Und macht immer wieder Spaß. Was denn? Gib mir mal die Anleitung. Ich will gerade mal was gucken. Guckst du. Gucke. Wir machen mal einen kurzen Rundumblick. Du guckst ein bisschen und ich mache hier mal für die Kamera, damit ihr mal seht, was hier so... Geht hier ein schönes Piratenschiffchen, was hier im Wasser liegt. Auch da ist schön blau, da weil es im Wasser steht. Und die Bahn ist im Grünen. Was ich auch cool finde, ist, dass das nicht einfach nur hier irgendwie ein Piratenschiff um des Piratenschiffs willen ist, sondern das Piratenschiff ist, also das ist wie so eine Achterbahn im Vergnügungspark logischerweise. Und das Piraten, ja, nein, es gibt auch, ich habe auch solche Sachen gesehen, wo dann halt einfach nur ein Schiff ist und die Bahn ja, ja. Nee. Aber das ist der Wartebereich tatsächlich. Richtig. Da sind dann auch die Gitter und so und vorne, da ist so ein Hebel für den, der das bedient. Das ist schon hier so ist der Schalter, hier kommst du, hier zahlst du, dann machst du hier... Trapp, 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 hier die Treppe hier hoch, stellt sich hier an, muss dann hier durch diese Wartedinge, da durch die Dinge, und dann machst du hier auf. Die nächste bitte. Ja. Dann steigst du hier in die Bahn ein. Hier ist ein bisschen Überdachung, genau. So, ne, als Schutz. Das hier oben ist ein bisschen Deko mit Steuerrad und wichtiger Truhe und schönen Lampen. Auch hier oben Beleuchtung, das hier ist hier. Also das Ding kannst du 1A in deine Minifigurenwelt. Ja, Piratenwelt ist vielleicht. Ja, Quatsch, wenn, nur mal angenommen, du hast ein riesiges Diorama, wo du einen Vergnügungspark hast, kannst du das Ding 1:1 reinsetzen. Es passt wirklich direkt. Schön. Aber bevor, weil es mir auch noch neu. Warte, das zeige ich hier außen. Oh, ich bin so aufgeregt. Merkt ihr, dass ich aufgeregt bin und so ein planlos? Hier, diese Palme. Was denn? Ja, ich kenne die Teile nicht. Echt nicht? Diese Töpfe da. Das sind die Palmenstämme. So, diese Dinge. Also das sind diese Palmenstämme, werden von einem anderen großen Hersteller auch benutzt dafür. Darf ich die zeigen? Da gehen wir davon aus, die sind in dem Set drin, warum darfst du die sonst nicht zeigen? Anderen Steine werden ja auch von dem großen Hersteller genutzt. Ich finde das aber sehr cool. Die kannst du einfach so ineinander stecken und dann hast du eine Flexibilität und eine sehr gute Haltbarkeit. Also. Bin ich begeistert. Also diese, ja, das ist auch schön, die sind auch gut. Wie gesagt, das ist aber kein neues Teil. Okay, die Blätter? Nee, die sind auch nicht neu. Auch nicht neu. Ja. Gut, aber hier kommst du neu und dann fährst du hier aber los. Aber da kommst du neu, genau. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was hier so... Ne? Dann habe ich hier eine Batterie, das musst du aufpassen, steht da drin. Schalter nach links, sonst dreht falsch rum. Dann machst du an, hier guckst du, ich gucke, zack. Ah, und dann nimmt er das hier mit. Und ja, und das ist nämlich die Doppelhelix, ne? Da fragt man sich dann, die rolle ja auf derselben Schiene. Was? Wo? Denkt man sich nämlich, die rolle ja auf derselben Schiene runter, die so hoch rolle? Nee, eben nicht, weil genau das ist nämlich die Doppelhelix. Also manchmal brauchen sie noch ein bisschen Hilfe, manchmal fahren sie durch. Das liegt dann, entweder habe ich vielleicht die Rädchen nicht oder was, aber manchmal. Aber. Naja, du sagtest ja. Der hält ja an zum Einsteiger. Das müsste ich anhalten, genau. Du sagtest ja aber auch, dass, wenn man das Ding jetzt irgendwie 5 Minuten laufen lässt, durch die Vibration sich die Steine an einer Stelle lockern können, hier außer diese Teils und so weiter. Und dann stehen die ein bisschen weiter raus und dann kann das sein, dass die Wägelchen hängen bleiben. Das hast du ja schon gesagt. Wo hab ich das denn jetzt abgerobbt hier? Ja, da musst du halt wirklich genau drücken und einsteigen. Dass das nicht irgendwie... Also es funktioniert, das weiß ich. Aber wie gesagt, diese Fliesen, diese Außen, diese langen Fliesen, die auf diesen selbstgebauten Einzel-Noppensteinen stehen,
Die lösen sich manchmal ein bisschen und dann... Das klingt komisch. Ach so. Genau. So, jetzt mal wieder was hört. Wir haben hier... Jetzt müssen wir wieder rum sein, damit ihr das auch seht, hier diesen Mechanismus. Da ist so eine ewig lange... Können wir vielleicht da anhalten, noch mal kurz zeigen. So eine ewig lange... hier, wie heißt Achse. Das? Ja, aber aus Hart. Aus Carbon? Das ist eine Carbonachse. Ich denke... Also die war sehr, also die war... Naja, nein, also, da war keine. Die war, nein, Carbon war sie nicht. Nee, Carbon, das sind die sind, ja, ja. Die kannst du nicht biegen. Die sind ja. Knüppelhart, also wie ja, Stahl. Ja. Aber das ist keine, nein. Mal, es war, ja. Nee, es war keine. Ich nehme alles zurück, nicht. Es war keine. Nee, die ist nicht aus Carbon. Warum fällst du den Baum? Ich habe jetzt hier irgendwie den Baum, ich habe es kaputt gemacht, so. Naja. Wie auch immer. Also, ich hatte sehr, sehr viel Bauspaß. Es ist... Wunderschön anzusehen, wenn es da steht und es funktioniert auch, wenn man alles richtig genau. Macht. Da muss man halt wirklich gucken, dass man kein Spiel hat zwischendrin, hier auch bei den Schienen, wenn die irgendwie so ein bisschen hochstehen oder so. Ich meine, ich muss jetzt natürlich. Dirk, ich muss dazu sagen, ich habe das Ding jetzt halt auch 40 Kilometer hierher gefahren. Ja. Vielleicht habe ich doch das eine oder andere vergessen, mal wieder ganz richtig festzudrücken. Es sollte aber eigentlich alles gepasst haben und somit haben wir hier eine tolle Achterbahn. Ich finde es super. Mir gefällt es gut. Ich finde das Thema schön. Piraten ist ja sowieso meins, ihr wisst es ja. Und also ich finde es auch geil gemacht. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, aber dass hier unten halt auch nicht einfach gar nichts los ist, sondern da noch so ein bisschen Kristall und Zeugs. Und es ist Natur, es ist ja, irgendwie gut. Sieht schön aus, ja. Mutwillig gefliest oder so Kram, weil es ist... Jetzt, ich hätte es jetzt, weil ich jetzt natürlich wieder unsere Piratensets vor mir sehe, ich hätte das hier in Dark Tan gemacht und dann die tanfarbenen Sache drüber, dann wäre das noch so ein bisschen nasse Sand gewesen, so wie unsere Pirateninselmodule, aber das ist meckern auf hohem Niveau. Ich finde es super, mir gefällt es gut. Aber hier, Pins. Das ist natürlich wieder ein Thema, gell? Weiße Pins, rote Pins, blaue Pins. Ich wollte es verheimlichen. Er wollte, ja, nee. Nicht mit mir, Freund. Das, wegen dem eine blaue Pin. Wegen unten dem rote ich und glaub, dem zwei weiße. Kommt, das zeige ich nochmal in die Kamera. Ja? Ja, jetzt zieht er wieder alles so runde. Das stimmt doch wir überhaupt Wir hatten so nicht. Ein tolles Set. Nein, das ist ein super geiles Set. Ich finde es auch nach wie vor toll. Und für alle, denen eben diese Pins in ätzendsten Farben nicht gefallen, die gibt es mit Sicherheit bei uns als Partpacks. Ja, oder? Aber wenn, dann müsste ich hier einen braunen drin machen. Du kannst die, wenn wir sie in braun haben, warum dann nicht? Gut, es gibt ja auch Leute, die stört das nicht. Ich habe nur gedacht, es ist vielleicht nicht unwichtig, das zu erwähnen. Aber ansonsten ist das ein Bomben-Set auf jeden Fall. Gefällt's dir? Ich find's geil. Mich stören auch die Pins nicht, aber... Ja? Dann kommen wir mal zu der harten Fakte. Da jetzt die Z-Card? Ja, auf dann. Harte Fakte, habe ich schon gesagt. Die das mir ist das fließend im Video vorgelesen habe, gell? Fließend, ja. Das war aber so fließend, dass es keiner mitgekriegt hat. Das ist die Doppelhelix-Achterbahn von Motking, die 11013 mit 2174 Teile für 159,95. Wir haben eine Breite von 58 cm, eine Tiefe von 45 cm und eine Höhe von 56 cm. Die Baukomplexität? Ist für mich durchschnittlich, das heißt, du musst eventuell irgendwie mal, du musst sauber arbeiten, damit die Bahn auch läuft. Und ganz wichtig, Batteriebox dabei, da musst du sechs AAA-Batterien reinmachen. Die nicht im Lieferumfang enthalten sind wahrscheinlich. Das ist richtig, weil okay. Die dürfen nicht durch die Luft fliegen. Und jetzt weiß ich auch, warum du die Setcard selbst vorlesen kannst, das kann ja keiner lesen, die Schrift. Gut, ja? Dann würde ich doch sagen, sind wir durch und habt Spaß an dem Set. Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Und beim Spielen. Danke fürs Zuschauen, weil hat Spaß gemacht, euch zu zeigen. Das ist ja, das gefällt mir gut. Ich bin jetzt müssen wir noch mal gucken. Jetzt müssen wir, tschüss, haben wir gesagt. Ja, nee, ich dann können, wir jetzt, dann können wir jetzt wahllos hier noch mal probieren, wo, wie, was, warum. Ja, muss ein bisschen Gas geben hier. Und der Nächste. Der Nächste, bitte. Ah, geht weiter, siehst du? Da hängt irgendwo, das muss man, warte mal. Ah. Ja, dann nimmt die mit, ja, wenn das dann ohne weit... Ja, siehst du, geht doch. Ja, ah, warte mal, hier, da ist irgendwas... irgendwas guck mal nach der Fliese. Ich glaube, die, wo der ja jetzt dran hängt. Guck mal nach der Fliese. Warte mal. Guck du. Ich glaube, ich komme nicht so gut dran. Also, noch, vielleicht sind wir noch auf Kamera kurz dabei. Die Wagen hier, die haben hier so einen... Ach, du meinst das einmal... Hier, warte mal, der eine da. Runde hier. Ja, das ist der, an dem das Ganze hier hochgeführt wird. Also diese... Das Ding hier, da... Ja. Da, das bleibt hier hängen und zieht die Wagen hoch, an diesem Einsetzer. Ja. Nur mal so. Ja. Also grundsätzlich funktioniert das wunderbar, kann aber sein, dass sich das ein bisschen losjuckelt und dann muss man halt nochmal eine Ricke und dann passt es.
Tschüss gesagt hatten wir schon. Ja. Wir können jetzt einfach aufstehen. Ja, wir können jetzt einfach... Dann steht doch auf. Na gut, dann gehen wir halt.